gonna do is secret. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny-Video. Es ist ein kurzes Info-Video, und zwar hat Bungie ein kleines Update rausgeschmissen, was ich persönlich sehr, sehr gut fand. Es ist vorerst erstmal ein Test, um zu sehen, wie die Community darauf reagiert, wie das Feedback zu dem Ganzen ist. Und zwar geht es um Matchmaking. Das Matchmaking soll etwas verändert werden, es soll besser angepasst werden, und heute geht es darum, welche Veränderungen da vorgenommen werden. Und zwar soll das Problem behoben werden, dass wir Ewigkeiten brauchen, um endlich eine Spiellobby zu finden. Ihr kennt es bereits alle, man geht in den Spielmodus rein, sucht Ewigkeiten und ja, man sucht länger als man spielt, so hat man jedenfalls das Gefühl, und daran soll halt geschraubt werden, dass das Ganze etwas schneller geht. Das wird dadurch erreicht, dass die Skill-Level-Bereiche erhöht werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel früher nur Spieler in einem bestimmten Skill-Level gefunden haben, der war sehr klein, dieser Bereich, nun soll das Ganze vergrößert werden, das heißt, wir können viel mehr Spieler finden. Ein Beispiel: man ist sehr, sehr gut in Destiny PvP und hat bisher immer nur Spieler gefunden, die ebenfalls sehr, sehr gut sind im PvP. Nun soll das Ganze vergrößert werden und man findet nun auch Spieler, die mittlere Qualität haben. Na gut, Qualität ist jetzt so ein falsches Wort dafür, aber mittleren Skillbereich haben. Wer jetzt direkt Angst kriegt, ach du Scheiße, dann geht ja wieder die Verbindung in den Arsch. Vorneweg, die Verbindung ist sowieso im Arsch, aber laut Bungie soll die Verbindung trotzdem noch im Vordergrund stehen. Das heißt, erst einmal wird ausgesucht, wer ähnliche Verbindung hat, und als zweites wird dann ausgesucht, wer von diesen Spielern, die ähnliche Verbindung haben, zu einem Skill-Level passt. Dieser Skill-Level wird vergrößert, das heißt, Spieler, mit denen wir halt zusammen gematcht werden, dieser Pool an Spielern ist größer geworden und dadurch finden wir halt schneller Spieler. Dieser Patch wird ab heute Abend dann verfügbar sein, also er wird im Laufe des Abends aktiviert werden, nur für den Modus Kontrolle, denn das Ganze ist erst einmal nur ein Test. Also wer das gerne austesten möchte, heute Abend Kontrolle spielen. Ab wann genau das Ganze aktiviert wird, werde ich auf der Facebook-Seite von uns veröffentlichen. Also wer sie noch nicht abonniert hat, einmal in die Videobeschreibung schauen und dort gibt es den Link für euch. Ja, Freunde, das war auch schon die kurze Info. Ich persönlich bin sehr gespannt darauf, wie das Ganze sich dann ändert. Hoffentlich zur besseren Seite. Hoffentlich findet man jetzt wirklich schneller Spieler. Ich werde es heute Abend auch auf jeden Fall ausprobieren. Und ihr solltet das vielleicht auch tun und dann eure Meinung und eure Erfahrung zu dem Ganzen vielleicht auch mit mir teilen in den Kommentaren. Würde mich auch gerne interessieren, ob ihr überhaupt einen Unterschied gemerkt habt oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.